ich habe gesehen, dass Mahan ein neues Video rausgehauen hat. Und da letzte Mal Mahan bei dem LPU sich eine geisteskranke Jacke gekauft hat und ich schon gesehen habe, dass Mahan diese Jacke in diesem Video anhat, würde ich sagen, dass wir direkt reinsteppen. Ach so, und bezüglich ADR-Freunde, weil jetzt hier einige Fragen aufgekommen sind. Falls ihr Fragen habt, können wir die gerne einmal auf Schnelldurchlauf klären. Ich glaube, mittlerweile hat es wirklich jeder mitgekriegt, dass die Fashion Show der Midnight Kollektion am Sonntag um 13 Uhr, jetzt diesen Sonntag, veröffentlicht wird. Preise der einzelnen Pieces werden noch bekannt gegeben. Aller spätestens im Laufe der nächsten Woche auf der ADR Instagram-Seite, so wie wir es immer machen. Was bedeutet das jetzt für euch? Richtig, meine Freunde, ihr geht auf www.instagram.com oder öffnet einfach die App, gebt hier oben in die Suchleiste Atelier-Ropar ein und lasst da einfach mal ein dickes Follow. So, nicht anders. Hat man ohne Code eine realistische Chance auf die Pants in XL? Ja, ich denke schon. Wie gesagt, das mit den Codes, wir achten da schon drauf, dass da jetzt nicht 1000 Codes rausgegeben werden. Versuchen das schon im Rahmen zu halten, sodass die Leute wirklich sich erstens freuen können, die einen Code haben. Soll ja auch was Besonderes bleiben. Und zweitens wollen wir natürlich auch für alle, die keinen Code haben, es immer noch machbar machen, da irgendwas zu koppen. Ich weiß aber auch nicht, wie schnell die Sachen vergriffen sein werden. Guck mal, ich sag ganz ehrlich, schaut euch erstmal die Fashion Show an, guckt, was euch überhaupt davon gefällt. Ich weiß, dass viele Leute auf die Hose Auge machen, auf den Zip-Hoodie, den ich gerade anhabe. Aber da kommen noch anderen Stuff. Schaut es euch an und ich glaube, da wird sich das eh verteilen. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder von euch die 6 Pieces kaufen wird. Wahrscheinlich sagt der eine jetzt gerade so, ja, ich feiere den Zip-Hoodie. Aber der Hoodie, der dann kommt, den feiere ich vielleicht noch mehr. Ja, dann hau ich mir lieber den Hoodie oder was auch immer. So, deswegen, wir entspannen uns, gucken, was überhaupt passiert und gehen jetzt erstmal in das Video von Mahan rein. Was geht ab, Professor? Ich heiße Saint. Was läuft, Digga? Was machst du hier in Hamburg heute? Bisschen in der Stadt. Aha, scheint mir wohl eine etwas ältere Aufnahme zu sein, weil hier hat er noch nicht die Balenciaga-Jacke an. Ja, wahrscheinlich sieht er sie ja so nicht den ganzen Tag an. Kann auch natürlich sein. Moment, Kollege will Geschenke für seine Freundin kaufen. Okay, cool. Bro, ich habe gesehen, du hast ein cooles Outfit an. Ich würde mal sagen, wir starten bei den Schuhen, ne? Das sind Jordan 3er, den Namen weiß ich gerade nicht im Kopf, haben 160 oder so gekauft. 160, okay. Heute kam die Jordan 3 Fragment raus. Heute? Kennst du die? Nein, ich habe mich nicht informiert. So, ist auch eine große Kollabo. Ja, die haben wir uns auch hier gemeinsam angeschaut, die Jordan 3 Fragments. Da diesen weißen oder beigen, den fand ich nice. Den schwarzen, weiß ich nicht. Deine Hose, die stackt cool auf deinen Schuh. Ja, das ist eine Hose von meiner Marke. Ah, du hast eine eigene Marke? Ja, das ist meine Marke. Okay, cool. Das ist ein Sample, eine Cargo-Hose. Auf Versace angelehnt, oder was? Aha. Warte also mal kurz, ich kriege einen Anruf von Valente. Spaß. Viel Erfolg mit deiner Brand, Bro. Okay. It's no joke. Das ist mehr Arbeit, als alle immer denken, beziehungsweise vermuten. Kostet 59,95. Cool. Dein Pulli? Pulli, auch von meiner Marke. 79,95. 79,95. Kommt ja. Okay. Deine Cap? Das ist eine Nike Supreme Cap. Okay. Von einem Kollegen, also den Preis kenne ich nicht. Und die Brille? Die Brille, ja, hat mir ein Freund zum Geburtstag geschenkt. Okay, cool. Ich sehe, du hast noch Ohrringe am Start. Ja, es sind von Bijou. Mir gefällt bei ihm die Cap extrem. Hatte Nike nicht mit Fear of God sogar eine Collab, wo so eine Cap rausgekommen ist? Die war nochmal so, ja, die war so glänzender. Von Bijou Brigitte oder wie sie heißt? Okay. Kosten 8 Euro oder so. Also sind Swarovski Steine. Ja, das ist cool. Du hast noch so ein Armband. Ja, ist von Fossil. Aha, okay. 60 Euro. 60er, okay. Das war so dein Outfit? Ja, sonst habe ich nichts. Hier dein Betrag, Digga, das hört man auch nicht alle Tage, dass man hier jemanden hat mit seinen eigenen Klamotten. So, wie kommt das nice, so, dass du eine eigene Marke hast? Ich fühle auf jeden Fall die Leute, die deren Vision verfolgen oder da sich kreativ austoben. Was geht ab, Bro? Was geht, wie heißt du? David. Aha, Mahan hier mit seiner Ciara-Jacke. Bitte korrigiert mich, aber sie steht ihm schon sehr gut. Ich feiere sie extrem, diese Jacke. Erzähl mal kurz etwas vielleicht über dich. Also, ja, also ich bin David, ich bin 29 Jahre alt. Auch beruflich arbeite ich im Handel. Und nebenbei baue ich jetzt gerade meine eigene Brand auf.
aber das ist noch in Arbeit, also da ist noch... Hier heute die Fashion Designer. Ach, schreibt da sogar einen Titel. Fashion Designer, wie viel ist dein Outfit Edition? Ah, nice. Das tun auf jeden Fall. Genau, genau. Sonst, ja, gibt's genau. Nicht viel zu erzählen auf jeden Fall. Aber heute wird ein bisschen was geteasert. Ich habe dir auch gesagt, ich supporte dich auf jeden Fall, weil ich die Sachen selber cool finde. Aber dazu kommen wir safe gleich, Leute. Ich will mal erstmal sagen, wir gehen zu deinem Outfit jetzt rüber und wir machen ein kleines, wie viel ist dein Outfit wert? Starten wir bei deinen Schuhen. Was ist das für ein krasser Genau, Schuh? Also das sind die Air Force Travis Scott. Ah, okay, ihr wisst, bin ich jetzt kein so großer Fan von, aber ich finde es auf jeden Fall in Ordnung oder besser, dass er dieses komische Apparat an den Schnürsenkeln, was da sonst immer drauf ist, weggetan hat. Die wollte ich eigentlich immer schon haben. Ich wollte immer schon die ersten haben mit den Simon Swoosh. Sind heute eigentlich die Schuhe in der Zusammenarbeit mit Travis und PlayStation und Nike rausgekommen? Gerüchte halber sollten die heute rauskommen, ne? Hat jemand dann einen Win kassiert? Nein, ne? Raffles sind heute rausgekommen? Okay. 5 Paar sind davon rausgekommen? Was? 5 Paar? Manchmal habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, korrigiert mich, als ob Nike so gar keinen Umsatz machen will. So, die haben jetzt einen coolen Schuh, anstatt den, ja sagen wir, 500 Mal zu releasen. Nö, 5. Wie heißt der Schuh denn? Real Talk? Der Colorway ist low-key nice. So dieser Blauton mit diesem Braun und dann hier noch so einen Off-White. Ja, das PlayStation-Logo hätte es nicht sein müssen. Ach, entspannt. In der US 6 kostet der nur 224.000 Euro. Ist ein Korb, oder? Chat? Lassen wir das Thema. Also, für den Schuh habe ich nicht so viel bezahlt. Also, ich glaube, im Resell müssen sie so bei 600-700 sein, genau. Ich persönlich habe nur 350 bezahlt. Und da sagt der Schnäppchen Patrick nicht nein, so an der Stelle. Ja, ich habe das halt über einen Kontakt auf jeden Fall bei Nike, richtig korrekt. Oh, deine Hose, Jeans. Genau, das ist eine Hose von Carhartt. Eigentlich war es so, ich wollte diese Workbands haben, die gerade sehr in sind. Genau, ja. Aber ich habe die leider nicht bekommen, die sind überall ausverkauft. Und bei mir in der Nähe ist so ein Workwear-Laden. Und der hat mir einfach die hier bestellt. Und ja, die kostet 90 Euro. Ich finde die ganz cool, weil die ist nicht so ganz so weit geschnitten. Und die hat trotzdem, also dieser ganze Workwear-Look ist ja wirklich allerspätestens jetzt komplett durch die Decke gegangen. Futurepad, meine Freunde, ist nicht schon länger am Rocken. Ja, dieser Futurepad ist mir ein bisschen unsympathisch, muss ich echt sagen. Ich muss echt gestehen, dieser Futurepad, der taugt nicht viel. Aber die Carhartt-Pants, die finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Will ich mir auch kaufen, habe ich auch, by the way. Zwar nicht in der Farbe, aber ist auf jeden Fall ein Korb. Fand ich Steckt richtig geil direkt. Auf dem Schuh, finde ich, ja, Digga, bei ja, dir. Also ja. Ich finde, die steht dir richtig. Auch dieses Carhartt Workwear Pants Feeling finde ich auch geil. Ich finde diesen Style allgemein cool. Ja, ist cool. Steht dir, Digga. Danke, Bro. Danke, danke. Safe. Ja, Digga, was ist das für eine Jacke? Diese Jacke? Okay. Ich muss eine kleine Story dazu erzählen. Also diese Jacke habe ich in Berlin entdeckt. Ich war im KDW, wollte ein bisschen shoppen, wollte mir was Neues kaufen. Ich bin eigentlich nicht so ein... Ich shoppe ungern so draußen, eher online. So, dann bin ich halt in der Abteilung von Balenciaga vorbeigegangen. Da hängen voll viele Pieces und so. Und ich habe die Jacke, hängt als einzelne Jacke da rum. So, ich habe die Jacke gesehen und ich fand die halt sowieso... Ich habe schon gesehen, dass sie so besonders geschnitten ist. Und ich habe gedacht so, ey, okay, ich probiere die mal an. So, ich werde sie wahrscheinlich eh nicht kaufen. Hab die angezogen und das war echt, echt Liebe auf den ersten Blick, wirklich, also wirklich auch vom Schnitt her. Okay, auch eine Ciaga-Jacke. Ich muss aber sagen, dass mir die von Mahan besser gefällt als die. Real Talk. Das ist ja richtig cool. Das ist halt so ein New Yorker-Style, so auf so ein bisschen Hood-Style, so. Ich muss sagen, ihm steht die Jacke aber sehr, sehr gut. Beispiel, Freunde. Dürfte ich mir jetzt eine Jacke von diesen beiden aussuchen, dann würde ich ohne zu zögern die hier nehmen. Ohne zu zögern. Ich muss aber sagen, dass ihm diese Jacke, also aus meiner Sicht, deutlich besser steht, als würde er damit rumlaufen. Und ja, mir ist es aufgefallen, dieser Stehkragen mit Hoodie hätte ich jetzt auch nicht zwangsläufig gemacht. Hier ist es noch schlimmer, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, gerade bei Jacken, wenn es jetzt keine flachen Krägen sind, dann mit Kapuze zu arbeiten ist immer so ein bisschen heikel, sage ich jetzt einfach mal. Das ist so eine Bomberjacke, viel chilliger oder eine Collegejacke. Ist auf jeden Fall auch so ein Punkt, der mich hier bei Mahans Outfit definitiv stört. Keine Ahnung, wenn du in New York ist ja teilweise im Winter minus 10 Grad oder was weiß ich, was sehr kalt. Deswegen ist sie auch richtig dick. Also die ist eigentlich für den Winter hier in Deutschland
Also würde ich sagen, fast schon zu dick. Nein, nicht so praktisch eigentlich, ne? Aber ich fand die jetzt richtig nice. Wird es bei uns in Dortmund nur kalt oder was? Nächste Woche 2 Grad abends. Brauche ich 2 solcher Jacken. Das Besondere an dieser Jacke ist halt, dass nicht überall Balenciaga drauf steht. Also yes, Balenciaga steht nirgendwo drauf, außer hinten. Hier das BB. Digga, das Balenciaga-Logo. Krass. Ja, okay, nur ein Logo hinten auf unauffällig, Ton in Ton, dann wack. Und ja, das... Safe, wir brauchen mehr Logos. Fand ich ganz interessant, weil es ist manchmal wichtig, nicht zu plakative Sachen zu tragen. Also halt gerade bei Jacken, das muss schon ein bisschen schlichter sein. Da kann man es mit anderen Pieces... Ich muss dazu was sagen. Ich finde dieses kleine Branding, was bei Mahan auf der Jacke ist, ich finde es nice. Also das ist so dieser... Das ist so nicht dieses Balenciaga all over... Sondern nur vorne links auf schlicht, so. Und die Jacke spricht halt für sich bei dem Schnitt. Das feiere ich halt wirklich bei dieser Jacke. Ja, die spricht für sich. Und dann noch so ein kleiner, ich nenne es jetzt einfach mal Low-Key Flex. Ich sehe die graue, die vom Mann, deutlich vorne. Wärst du zu mir gekommen? Ich würde nicht wissen, dass es eine Balenciaga-Jacke ist. Aber genau das macht das ja auch irgendwo aus. Diesen, ich sag mal, Understatement Flex. So, ja. Keiner weiß, was das für eine Marke ist, nur die Kenner wissen es. Bro, ich weiß gar nicht, wer das eigentlich eingetrichtert hat oder wer das ins Leben gerufen hat, dass man Klamotten kauft, teure Klamotten, Markenklamotten für andere. Klar, ey Leute, ich will gar nicht sagen, dass es auch manchmal nice sein kann, so diesen Flex am Start zu haben. So, Leute, es gibt bestimmt Leute hier im Chat, die sich davon freisprechen können, aber das ist 5%. 10% maximal. Ab und zu schmeckt der. Ab und zu schmeckt der. So. Das ist so wie ein Tiramisu. Tiramisu schmeckt auch nicht immer. Aber zum, wenn du vorher richtig gegessen hast, schön mit, ne, dann kommt der schon wild. Für mich macht's die Mischung. Eine gute Mischung im Kleiderschrank, ein paar auffälligere, ein paar Low-Key-Sachen sind drin. Das ist so the way to go für mich. So, das T-Shirt ist von meiner Brand, Amel Studios. Das ist sozusagen eine von den Pieces, was rauskommen wird. Das ist eher so ein auffälliges T-Shirt von der Kollektion. Release-Date ist noch nicht, steht noch nicht fest. Ich arbeite noch ein paar Kleinigkeiten, weil ich noch eine Hose bringen will und natürlich gucken will, dass die Qualität stimmt. Okay. Und dementsprechend nimmt das alles ein bisschen Zeit in Anspruch. Ne? Also okay, einfach eine Brand einfach droppen ist leichter gesagt als getan. Ich glaube, Leute, ich rede jetzt nicht hier vom Chat, ich traue euch schon zu, dass viele vom Chat vielleicht selber schon mal sich Gedanken darüber gemacht haben, irgendwie so eine Brand zu starten oder das mal durchgespielt haben im Kopf. Aber ich glaube, so für Außenstehende, die sich jetzt mit Mode, die jetzt nicht so krass beschäftigen, erscheint das, glaube ich, sehr, sehr einfach, so eine Modemarke aus dem Boden zu stampfen. Bitte korrigiert mich, aber so habe ich zumindest manchmal den Eindruck, dass Leute denken so, ja, okay, man setzt sich jetzt 2 Tage irgendwie hin und dann steht der Bums. Es gibt bestimmt auch Marken, wo so herangegangen wird, ja? Aber meine Freunde, wenn man das nice machen will, dann klappt das nicht. Wirklich auch Respekt an den ganzen großen Brands hier auch. No fraud. Hast du noch irgendwas am Start? Ich hab noch eine Uhr. Oh shit, okay. Ja, aber okay, es ist nicht. Keine Rolex oder so. Ich hab noch eine Uhr und zwar, das ist eine Hublot MDM. Okay, oh. Genau, krass. Das ist. Kema. Keine prollige, super auffällige Hublot. Nicht nice. Sehr, also sag mal, sehr schlicht, sehr unauffällig. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, aber Hublot, da denke ich hier mal an diese 3x3 Meter Uhren, die du dann quasi gar nicht mehr so unterm Ärmel verstecken kannst. Ein Kollege hat mir vor kurzem erst ein paar Hublot-Uhren so im Internet gezeigt gehabt, die wirklich, wo ich fast, ja, staunen, beziehungsweise da wurde mir bewusst, dass ich, glaube ich, auch vielleicht ein falsches Bild von der Marke habe oder von den Uhren. Ich muss auch wirklich dazu sagen, dass ich jetzt absolut kein Uhrenfachmann bin, ja. Ich kenne 1, 2, 3 Modelle, aber das war es dann auch wirklich. Aber ich war wirklich positiv überrascht. Und diese Uhr, muss ich sagen, mit einem anderen Armband, würde mir auch gut gefallen. Die Uhr kostet 2000 Euro. Ich muss aber dazu sagen, der Normalpreis von der Uhr war deutlich weniger. Der Normalpreis war, glaube ich, bei 800 Euro und ist, also die Uhr ist halt über die Zeit jetzt an Wert gestiegen. Krass. Also die Resell Money. Die Uhr ist einfach eine Uhr, die man jeden Tag tragen kann. Die ist sehr schlicht, die liegt sehr flach. Das ist so ein T-Shirt. So Allrounder, ganz, ne? So Allrounder. Anzug kannst du tragen. Genau, zum genau. Auch von was weiß ich Outfit. Auch geil. Wenn ich keinen Anzug trage, aber natürlich, also man kann die immer tragen und die finde ich ganz cool. Eine sehr schlichte Uhr. Wem fällt's auf, warum diese Jacke Schmutz ist? Bro, wenn ihm nicht 3-mal am Tag das Handy rausfällt, dann weiß ich auch nicht. Ist da wohl ein Reißverschluss noch dran? I hope so, weil sonst wirklich nicht nice. Das stört mich jetzt gerade. Also, ich weiß nicht, ob er... Wow.
ist eine Kleinigkeit, ne? Aber Lambi-Pad, fällt ihm auf. Okay, Leute, zwei Outfits gesehen bei dieser Fashion-Designer-Episode. Ja, ich glaube, obvious, das Piece, was mir am besten gefallen hat. Ansonsten, beide sehr sympathische Dudes. Ich wünsche ihnen natürlich alles Gute mit den beiden, mit den Brands. Es ist wirklich ein Stück Arbeit, da sowas selber auf die Beine zu stellen. Gerade vielleicht auch dann, wenn man nicht irgendwie vorher gewisse Reichweiten hat, ja. Klar, es ist einfacher, wenn man irgendwie auf Instagram aktiv ist, da schon eine gewisse Anzahl an Abonnenten hat oder auf YouTube oder was auch immer, ja, OnlyFans. ich glaube, dann ist es sogar noch mal einen Ticken schwerer. Deswegen von mir wirklich nur positive Vibes gehen raus.